herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder ein Old Fashioned Classic What I Eat in a Day für euch. Heute ist wirklich ein absolut ganz normaler random Tag in meinem Leben. Ich habe jetzt heute Vormittag tatsächlich nochmal eine Uni-Session sozusagen. Und heute Nachmittag fahre ich zu Leon nach Kiel, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Aber wie gesagt, einfach ein ganz normaler Tag. Und ich dachte, es wäre einfach mal wieder informativ, interessant, whatever. Mal zu sehen, was ich an so einem ganz normalen Tag so esse. Wie vor jedem What I Eat in a Day, ein paar Fakten oder Informationen bezüglich meiner Ernährung. Ich ernähre mich pesketarisch und esse nicht jeden Tag so, wie ich jetzt heute esse. Ich esse einfach das, worauf ich Lust habe. Achte nicht darauf, dass es besonders gesund ist. Achte aber auch darauf, dass es jetzt nicht zu ungesund ist. Esse einfach die Dinge, auf die ich Lust habe, so viel, wie ich davon Lust habe. Und folge dabei keinem bestimmten Ernährungsplan oder so, sondern esse einfach das, wie gesagt, worauf ich Lust habe. Wichtig ist mir vor so welchen Videos auch immer zu sagen, dass ihr euch nicht mit dem, was ich jetzt hier heute esse, vergleichen sollt oder eure Ernährung daran anpassen sollt, sondern dass das lediglich als Inspiration gilt und ihr euch gerne von bestimmten Meal-Inspirationen inspirieren könnt, aber dass ihr nicht eure Ernährung an meine Ernährung anpasst, sondern für euch selber guckt, was für euch, wie gesagt, das Richtige ist. Ich würde sagen, ich rede nicht weiter um den heißen Brei drumherum, sondern starte ja mit dem Frühstück und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. So Leute, ich habe jetzt gerade mein Frühstück fertig gemacht. Und zwar habe ich mir hier einmal so ein Körnerbrötchen aufgebacken. Das ist nämlich so eins. Das haben wir noch von der Einstellung von meinem Bruder übrig, weil meine Tante eine Glutenunverträglichkeit hat. Die schmecken aber echt ganz lecker, deswegen habe ich mir davon eins aufgebacken. Genau, und dann habe ich das Ganze beschmiert. Einmal mit so einem, mit dieser veganen Pastete Senfrucola. Die ist echt richtig lecker, aber ich mag davon echt alle Sorten. Deswegen, yummy. Und einmal mit diesem Frischkäse von Edeka. Dann habe ich hier noch ein paar Gurken, Tomaten. Dann habe ich hier noch eine Schüssel Cornflakes. Und zwar ist das so gesüßte, also so Honigdinkel gepufft. Diese von früher, diese Smacks, nur halt als Dinkel. Und dazu gibt es diese Cashew-Milch von Alpro. Die ist richtig lecker. Und ja, das ist mein Frühstück. Ich habe jetzt gleich übrigens nochmal Uni. Und zwar so eine Besprechung, das ist jetzt auch nichts Wildes. Aber ich habe tatsächlich noch Uni heute. Und genau, dann habe ich noch eine letzte Abgabe. Und wenn ich die abgegeben habe, dann bin ich komplett durch für dieses Semester, wird jetzt auch langsam mal Zeit. Was ich noch erzählen wollte, ich fahre später zu Leon im Auto, weil er ja in Kiel wohnt und da freue ich mich schon sehr drauf, aber das wird erst so gegen Nachmittag sein, deswegen, genau. Müsst ihr auf ein Wiedersehen mit Leon noch ein bisschen warten, aber es kommt heute und genau, meld mich dann wie gesagt jetzt wieder, wenn ich irgendwann wieder was esse. Gestern bei Edeka die hier gefunden und zwar reduziert. Die sind so, so lecker und wenn die reduziert sind, dann muss ich die halt mitnehmen. Deswegen werde ich mir die Packung hier machen. Dazu gibt es das letzte von diesen Meerkornbrötchen. Da ist noch eins drin. Das werde ich mir wieder aufbacken, weil die richtig, richtig lecker sind tatsächlich. Wieder Gurke, Tomaten wie vorhin. Und dazu gibt es dann noch so Salsa-Soße, die haben wir auch noch übrig. Dann haben wir auch noch ein bisschen Rotkohl übrig von dem von der Einschulung. Ich liebe es einfach so Resteverwertung zu machen. Das ist echt, da kommen manchmal so geile Kombinationen einfach zustande. Und genau, Kräuterdinge dürfen natürlich bei keinem Essen fehlen. Und ja, das mache ich mir jetzt und zeige euch gleich, wie das aussieht. Wow. Wow. Leute, können wir mal ganz kurz appreciaten, wie gut diese Schnitzel diesmal geworden sind. Ich habe die bisher schon in der Pfanne gemacht. Ich habe sie im Backofen gemacht. Und heute, Leute, war ich mal ganz wild und habe sie hier in so einem Grill. Kennt ihr die? Das sind so Panini-Maker. Aber da kann man ja auch sowas drauf machen. Und oh mein Gott, ich werde es jetzt immer auf so einem Ding machen. Die sind ja so geil geworden, diese Streifen, Leute. Oh mein Gott. Ja, das sieht schon mal ziemlich nice aus. Das werde ich jetzt mit rausnehmen und mir dann schmecken lassen. Aktueller Stand der Dinge. Ich fahre jetzt gleich los, weil meine Mom hier ist mit dem Auto. Mit dem Auto, wie gesagt, zu Leon. Was ich nochmal anmerken wollte, ich habe ja in Stuttgart kein Auto. Das heißt, ich bin jetzt ungefähr ein halbes Jahr kein Auto mehr gefahren. Und ich dachte halt echt so, wenn ich wieder im Auto sitze und wieder fahre, dass es dann so richtig so ist, so fuck, wie geht das eigentlich? Aber ich habe mich reingesetzt und ich war so, ey, easy. So nach dem Motto, es ging echt alles wie, also von automatisch sozusagen. Ich glaube echt, Autofahren ist sowas wie Fahrradfahren. Ich glaube, wenn man es einmal kann, dann verliert man es nicht mehr. Das war echt eine sehr schöne Erfahrung und ich hoffe, dass Mama gleich kommt, dass ich losfahren kann.
weil ich zu Leon möchte. Ich kann euch dann ja nochmal kurz mein Outfit zeigen. Und zwar ist das wieder mein geliebtes Sonnenblumenkleid von H&M. Das habe ich am Sale gekauft für 8 Euro oder so. Also richtig nice. Und ich habe neue Schuhe. Und zwar die hier. Ich hatte nämlich keine richtigen offenen, außer so eine Birkenstock, diese offenen. Und ich liebe die. Die sind auch mit so einer hohen Sohle. Das heißt, ich wirke jetzt vielleicht wie 1,65 statt mal 1,60. Nee, aber ich finde die echt ganz cool. Und ich wollte auch so richtig gerne mal welche so zum Stören haben. Und die habe ich auch bei H&M im Sale, ich glaube, für 10 Euro gefunden. Und ja, das ist mein Outfit. Ich hoffe, ich kann jetzt gleich losfahren und melde mich dann wieder bei euch, wenn ich bei Leon bin. Guess who made it? Whoop. Bin jetzt endlich bei Leon angekommen, nach einer kleinen Verzögerung durch eine Verspätung von einer gewissen Person. Hallo Leute, ich habe mich noch gar nicht gemeldet. Hi. Hi. Okay Leute, wir werden... Oh mein Gott. Ich hoffe, das ist drauf, dass ich das reinschneiden kann. Ich war ein bisschen zu euphorisch, denke ich. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, wir werden jetzt rausgehen, vielleicht in irgendein Café oder so, irgendwas snacken und ja, zeigen euch dann, wenn wir angekommen sind und irgendwas haben, was ich euch zeigen kann, möchte, wie auch immer. Let's go! So, Leute, wir sind jetzt in einem Café oder besser gesagt in der Campus Suite. Das ist halt irgendwas in Kiel, so ein, ich glaube, das ist extra für Studenten, oder? Ja. Irgendwie so. Und da habe ich mir jetzt hier so einen Apfelkuchen ausgesucht. Leute, guckt euch den an, der sieht übel nice aus. Leon hat ein Franzbrötchen und einen Schokomuffin. Und ich habe dazu noch einen Iced Matcha Latte mit Sojamilch. Richtig. Oh, das klang nicht gesund. Ein Iced Matcha Latte mit Sojamilch. Bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Und ja, das lassen wir uns jetzt hier schmecken. Boah, Leute. Das war Premium. Und wie geht's dir? Gut. War Hammer. Das war richtig, richtig lecker. Auch der Matcha Latte, also richtig geil. Hatte ich vorher noch nie. Ja, ich hab's mal bei Instagram gesehen und auf YouTube, dass die fancy Leute mal so Matcha Latte, Soy Latte getrunken haben. Das war richtig lecker. Auch der Kuchen. Leon war auch richtig zufrieden. Wir werden hier morgen früh auch wahrscheinlich frühstücken, weil es echt richtig gut war. Und wir müssen jetzt noch die anderen Sachen durchprobieren. Deswegen, auf jeden Fall ein nice Snack hier. Leute, und die Atmosphäre ist auch nice. Leute, schreibt mal vielleicht, wenn ihr aus Kiel seid, das Video. Das würde mich mal interessieren, also, ob jemand aus Kiel oder Umgebung kommt. Mhm. Oder Schleswig-Holstein. Ja. Aber ich glaube, in Hamburg gibt es das auch. Als ich mein Praktikum hatte, hatte ich auch, oder bin ich auch mal zu Campus Suite. Wird das ausgesprochen? I don't know. Aber ja, es war ein richtig, richtig krass leckerer Snack. Und genau, jetzt gehen wir gleich einkaufen und machen uns einen spannenden Nachmittag. Hallo Friends, wir sind wieder zurück in Leons Wohnung, Apartment, wie auch immer. Und wir haben uns Dinner ausgesucht, gerade beim Einkaufen. Da sind wir schon ein bisschen hier, haben auch schon geduscht und sind schon soweit cozy angezogen. Und es gibt Pizza, und zwar für Leon natürlich. Was gibt's für dich? Piccolinis. Piccolinis. Einmal für Leon in der Sorte Salami. Und, oh mein Gott. Es gab leider keine Veggie-Piccolinis mehr. Deswegen musste ich umsteigen. Und zwar wollte ich die schon immer mal probieren, als sie noch rausgekommen ist. Und zwar gibt es die hier von Garden Gourmet. Das ist eine vegane Pizza. Da ist so eine Blumenkohlsoße statt Käse. Käse? Alter, statt Käse drauf. Und genau, die wollte ich halt schon richtig lange mal probieren. Habe die aber nie so wirklich gefunden. Und jetzt haben wir sie im Rewe gefunden. Und deswegen gibt es die bei mir. Für Leon gibt es Piccolinis. Und ich zeige euch mal, wie die aussieht. So, hier jetzt noch in der Verpackung, aber ihr seht, oh mein Gott, Leute, Zucchini, mein All-Time-Fave, denn Spargel ist damit drauf. Oh, warte, wir können die, glaube ich, schon mal, du hast die schon angeschnitten, ne? So sieht die jetzt aus. Da haben wir diese Blumenkohlsoße statt Käse halt, weil die halt vegan ist. Und hier, wie gesagt, Spargel. Oh, warte, den platziere ich nochmal ein bisschen schöner. So, jetzt platzieren wir Leons Piccolinis daneben. Ja, ich bin gespannt, wie die schmeckt. Also der Teig sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Da sind irgendwie noch so Chiasamen mit drin. Da ist also Mais noch drauf, Zwiebeln, also alles, was ich auf Pizza liebe. Ach, Blumenkohl ist auch noch drauf. Richtig nice, Leute. Oh mein Gott. Bin sehr gespannt. Bin sehr, sehr gespannt. Das Backblech wäre nur halb so schön ohne die Piccolinis. Ah. Oh, das ist symmetrisch, das gefällt mir. Ja. Jetzt muss noch einer hier in die Ecke. Ja. Zeig mit Z. Aber es passt. Alright. Es passt, Leute. Es passt. Alright. Bye, bye. Let's get See you when you're sexy. Okay, Leute, wir werden euch updaten, wenn die Babes gleich fertig und sexy aussehen. Okay? Mhm. Oh, Leute, schaut euch diese Beauty an. Mega geil. Wir haben auch einfach den perfekten Zeitpunkt abgewartet. Wirklich richtig nice. Und Leos Piccolini, die sehen auch richtig nice aus. Mhm. Voll die perfekte Bräune. Ja, ich würde sagen, achso, hier übrigens ne, mit Kräuterling, weil ihr wisst, Kräuterlinge, ohne Kräuterlinge geht nichts. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie diese geile Pizza schmeckt. Weil geil aussehen tut sie auf jeden Fall. Leute, kurzes Update von dieser Pizza. Richtig nice. Die schmeckt so frisch und tomatig.
Richtig, richtig lecker. Auch der Boden ist richtig gut. Da ist ja, da sind ja Chiasamen drin. Die schmeckt mir jetzt nicht so raus, aber es ist einfach richtig, richtig lecker. Schmeckt richtig frisch. Hätte ich nicht erwartet. Ich bin sehr positiv überrascht, wirklich. Also kann ich sehr empfehlen, diese Pizza. Sehr, sehr nice. So, Leute, wir haben aufgegessen. Wir müssen aber noch was klarstellen oder hier mal beheben. Und zwar hat Leon in seinem ganzen Leben noch nie Kräuterling gegessen. Und ihr wisst ja, Leon ist sehr speziell. Und ich habe ihm die halt mal mitgebracht, weil ich meinte, die kann man echt überall aufmachen. So, so geil. Gerade auch so Gurke oder Tomaten. Und er hat sich einfach nicht getraut, das zu probieren. Wie lange ist es jetzt her? Ein halbes Jahr irgendwie? Das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her. Und deswegen müssen wir das jetzt nachholen. Er wird jetzt Kräuterlinge probieren. Leute, ihr könnt auch gerne mal schreiben, wie ihr Kräuterlinge findet, weil die sind so geil. Und ich finde es so erschreckend, dass du dich nicht getraut hast. Nee, Schatz, ein bisschen mehr noch. Ein bisschen mehr noch. Ja. Okay. Einfach einbeißen. Einfach so. Einfach abbeißen. Abbeißen? Ja. Nicht ganz im Mund. Kannst du auch ganz im Mund, natürlich. Es schmeckt nicht schlecht, aber das ist ganz gut. Ist geil, Schatz. Gerade so auf Rührei oder so. Übel nice, wirklich. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das dem normalen Kräutersalz vorziehen würde. Gut, dass wir das jetzt behoben haben. Ich bin aber stolz auf dich, dass du es gemacht hast. Auf jeden Fall, genau, muss ich jetzt das Video noch ein bisschen schneiden, dass ich das auch morgen hochladen kann. Und melde mich dann hier wieder, wenn wir wieder irgendwas Spannendes unternehmen. Was heute Abend nicht mehr wirklich viel sein wird, aber wir gucken einen richtig trashigen Film und zeigen wir euch einfach später. Also bis später. Here we go again! Und wir haben uns jetzt einen Film ausgesucht, Leute. Wir waren ja beim Stichwort trashiger Film stehen geblieben und wir haben letztens einfach just for fun Malibu Rescue geguckt. So hieß der Film. Und es ist halt einfach so das Klischee von amerikanischen Teenie-Filmen. Und jetzt gucken wir heute den zweiten Teil einfach. Wir zeigen euch das mal. So, Leute, ihr seht schon, es ist einfach wirklich trashig. Und das ist wirklich, also 1:1 Ami-Film-Jugend-Klischee, wirklich komplett. Aber es ist halt einfach so trashig, dass es schon wieder eigentlich ganz gut war. Deswegen gucken wir jetzt einfach den Film. Und natürlich gibt es auch wieder Snacks, weil was wäre ein Abend und Film ohne Snacks? Und zwar gibt es bei mir, oh mein Gott, ich liebe diese Chips. Und die gibt es bei meinem Rewe nicht, aber hier in Kiel bei dem. Und deswegen in Joghurt-Gurken-Style einfach so geil. Hier gibt es die Packung. Und Leute, ihr wisst, die beste Kombi, die ist einfach gelb, diesen Karamell-Ermann-Pudding mit Salz. Einfach beste Kombi, Leute. Falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, was ich nicht glaube, falls ihr meine Videos schon lange guckt, dann probiert das aus, weil das ist wirklich legend. Dazu gibt es noch ein Dr. Pepper, weil ich das lange nicht mehr hatte und ich gerade irgendwie voll Bock drauf hatte und der auch richtig geil gekühlt ist. Das ist mein Snack. Wir haben auch einen Snack und genau das nehmen wir jetzt mit ins Bett. Lass uns das schmecken und gucken den Film. So, Leute, der Film ist vorbei, unsere Snacks sind aufgegessen und ich wollte noch ein Outro drehen und hoffe, dass euch das Video einigermaßen gefallen hat, einigermaßen inspirierend war und ein paar, genau, Mehl-Inspirationen einfach für euch dabei waren. Wir werden uns jetzt verabschieden in die Nacht und morgen einen produktiven Tag haben. Ja. Morgen nehmen wir eine neue Podcast-Folge auf, Leute. Also, yes. Wenn ihr Bock habt, checkt ihn aus, ne? Podcast ist in der Infobox verlinkt und ich würde sagen, wir sehen uns wie immer im nächsten Video wieder. Haltet bis dann, wie immer, die Ohren steif und genau. Ciao, Leute. Tschüss.